Die katastrophalen Bilder aus dem nordrhein-westfälischen Erftstadt sind noch nicht verblasst. Ein Jahr ist es her, dass das Hochwasser am 14. Juli 2021 die 50.000 Einwohnerstadt überschwemmte. Alles kaputt. Und das ist nach einem Jahr schon schade, weil man hat ehrlich gedacht, in dem Jahr hätte man jetzt schon die Zukunft wieder aufbauen können. Nach tagelangem Starkregen hatte sich der Fluss Erft in einen reißenden Strom verwandelt, unterspülte Straßen, riss Gebäude fort. Am 16. Juli fand die Erft im Ortsteil Blessem ein neues Ziel. Die Kiesgrube am Ortsrand. Hier entstand der große Krater, der Gebäude in den Abgrund riss und Existenzen zerstörte. Die Bilder gingen um die Welt. T-Online war einen Monat nach der Katastrophe und jetzt, ein Jahr später, vor Ort und hat die Gegebenheiten mit einer Drohne eingefangen. Die Entwicklung im Video. Der Blick auf die Autobahn. Friedlich fließt die Erft heute wieder entlang der Straße. Doch diese Aufnahmen zeigen, hier wurden noch vor einem Jahr Autos fortgerissen und die Straßen unterspült. Auch einen Monat später war das Ausmaß noch deutlich. Heute sieht man auf der Fläche anstatt eines riesigen Kraters eine große Sandfläche. Die Kiesgrube ist stillgelegt. Das Haus von Helmut Besser stand genau an der Abbruchkante. Ein paar Meter näher und es wäre in den Abgrund gerissen worden. Also 4 Meter waren es bestimmt. Ich habe es mir nicht unbedingt so angeguckt. Also hier ging es an der Grenze, hier ging es 4 Meter runter, mindestens. Die massive Zerstörung ist trotz Wiederaufbau an vielen Stellen sichtbar. Der Reitstall von Martinsboe ist noch lange nicht wieder betriebsfähig. Die ersten Monate waren furchtbar. Ich wollte eigentlich gar nichts mehr, wollte auch nichts mehr haben, wollte am liebsten nur noch irgendwo weg und nicht mehr. Und das hat sich zum Glück sehr gut im Laufe der Monate jetzt verbessert und man ist jetzt wieder geschäftsfähig, kann wieder klare Pläne machen. Aber die Pläne machen ist sehr schwer, weil wir hier immer noch alles sehr unsicher haben. Die Aufnahmen von damals kann sich Spo immer noch nicht anschauen. Er blickt lieber nach vorn. Ganz ehrlich, kann ich noch nicht. Man will das auch gar nicht. Man muss einfach nach vorne gucken. Man muss jetzt einfach so jeden Tag einen Plan oder auch immer. Wir wissen genau, was ist die nächsten Wochen steht an. Und dann müssen wir wirklich Tag und Nacht sind wir dran mit Anträgen. Also viel am Schreibtisch und sehr viel auch praktisch. Ne? 80 Millionen Euro soll der Wiederaufbau laut Stadtverwaltung insgesamt kosten. Und auch wenn irgendwann alle Gebäude wieder errichtet sind. Persönliche, verloren gegangene Erinnerungsstücke kann niemand ersetzen. Und die schrecklichen Erinnerungen werden sicherlich für immer in den Köpfen der Betroffenen bleiben.